Immer weniger Kleinwagen sind auf dem Automarkt erhältlich. Der Seat Ibiza ist noch ein Vertreter in dieser Gattung und der steht heute mit mir hier vor der Kamera. Und damit herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass du reingeklickt hast zu diesem Video. Was erwartet dich hier? Ich gehe mit dem kleinen 1 Liter Dreizylinder Turbobenziner auf Verbrauchsrunde, bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehranteil. Wir werden nicht nur herausfinden, was der kleine Dreizylinder so im Alltag dann verbraucht. Nein, ich erkläre dir natürlich alles Wichtige zum Seat Ibiza. Was kostet er? Was bietet er an Platz? Wie fährt er sich? Was hat er an Assistenzsystemen? Was bietet er an moderner Konnektivität? Und all das erfährst du, wenn du jetzt dranbleibst, dem Kanal hier gerne noch ein Abo schenkst, ein Like für das Video und mir vor allem deine Meinung unten in der Kommentarbox hinterlässt. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt zu dieser Videovorstellung mit mir, dem UBI und dem Seat Ibiza. Auf geht's! Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Video, noch ein kurzer Hinweis zum Kooperationspartner für dieses Video, und das ist das Modelabel JP 1880, von denen ich für dieses Video eingekleidet wurde. Bei JP 1880 findet ihr Mode für Personen in großen Größen und ich trage durchaus eher etwas größere Sachen. Ich mag es, wenn die Kleidung locker sitzt, wenn sie ein bisschen elastisch ist, wenn sie gut verarbeitet ist. All das finde ich bei JP 1880, zudem auch immer mit neuen Trends und auch Farben. Ihr könnt es so wie ich machen, bisschen Ton in Ton, oder ihr könnt es auch ein bisschen flippiger haben. All das findet ihr auf der Homepage JP 1880. Schaut mal rein, mit meinem Rabattcode gibt es übrigens 20% auf eure erste Bestellung. Also reinschauen lohnt sich, und ich sage auch immer, man muss sich nicht immer nur mit dem Auto schön kleiden, sondern auch persönlich kleiden, und da könnt ihr bei JP 1880 was Schönes finden. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit dem Video zum Seat Ibiza. Auf geht's! Wer sich gegenwärtig für den Seat Ibiza interessiert, und das ist aktuell zum Zeitpunkt dieser Videoerstellung Ende April 2024, der hat die Möglichkeit, nicht nur die üblichen Ausstattungslinien Reference, Style, Excellence und FR zu wählen, sondern auch einzelne Sondereditionen. Zum Beispiel gibt es noch eine Style Edition, es gibt eine Geburtstagsedition und es gibt die FR Black Edition. Die fahren wir und die ist derzeit auch die teuerste Version. Sie bietet am meisten Ausstattung und eben auch Optionen, die es sonst so nicht gibt, wie jetzt an unserem Fall beispielsweise eben den hochglanzschwarzen Dachkantenspoiler, der jetzt hier verlängert wurde, noch, und eben die 18 Zoll hochglanzschwarzen Felgen, die hier drauf sind, und an den Außenspiegelkappen. Allen gemein sind jedoch die Abmessungen 4,6 Meter Außenlänge, 1,94 Meter Außenbreite mit ausgeklappten Außenspiegeln und 1,44 Meter Bauraumhöhe. Also weiterhin sehr kompakte Abmessungen, typische Kleinwagenabmessungen, die wir hier haben. Man hat ja immer da so diese 4 Meter Klasse eben gesagt, natürlich, die überragt er mittlerweile. Es ist kaum noch machbar, Fahrzeuge wirklich deutlich unter 4 Meter zu machen, aufgrund von Crash-Vorschriften etc. Größer bedeutet in dem Sinne aber auch etwas mehr Platz. Wenn wir da nämlich die Kofferraumklappe hier öffnen, dann sehen wir einen wirklich großzügigen Kofferraum. 355 Liter sind schon ganz ordentlich. Was hier leider in unserem Testwagen nicht verbaut ist, das ist der doppelte Laderaumboden. Der würde dafür sorgen, dass man nicht nur eine Zweiteilung des Kofferraums hat und die Ladekante dann nicht so hoch wäre, sondern auch eben man die Möglichkeit hätte, hier die Rücksitzflächen im Verhältnis 1/3, 2/3 auf einer ebenen Ladefläche zu nutzen. So wie sie jetzt hier ist, sehen wir, dass es eine deutliche Stufe gibt zwischen dem Laderaumboden und der Sitzfläche. Dennoch, wenn wir uns umgeklappt sind, haben wir hier 1165 Litern. Das ist klassenüblich.
genauso wie die Platzverhältnisse in der zweiten Sitzreihe. Da wird es dann hinter meinem imaginären Ich mit 1,76 Meter durchaus etwas knieknapp. Da passt dann gerade noch so die Finger dazwischen. Kopffreiheit ist allerdings mehr als gegeben, denn wir haben geraden Dachverlauf. Was fehlt, sind eine Mittelarmlehne. Es fehlen zudem Haltegriffe an Dachholm und weitere Sachen fehlen, wie etwa Luftausströme in der Mittelkonsole, Stromversorgung für die Fondpassagiere oder natürlich Sonnenschutzrollos für die Fondpassagiere, eine Sonnenschutzverglasung gibt es allerdings ab Werk gegen Aufpreis. Serienmäßig dafür sind die Isofix-Bügel auf den Rücksitzen und auf dem Beifahrersitz. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, drei Isofix-Kindersitze sicher im Fahrzeug zu verstauen. In der ersten Sitzreihe sitzt es sich dann auf wirklich bequem ausgeformten Sitzen. In unserem Fall haben wir hier die Dynamica. Ausstattungslinie bedeutet, das ist so ein Mikrofaser-Fließstoff, den wir haben, mit Kunstleder zusammen. Das wirkt nicht nur hochwertig, sondern ist auch sehr bequem und schön weich und auch vor allem gut abwaschbar, wenn es da mal zu Flecken auf dem Stoff kommen sollte. Das Lenkrad ist in Höhe und Tiefe verstellbar, was hier in unserem Testwagen ebenfalls fehlt. Was man auf alle Fälle ordern sollte, wäre eine Mittelarmlehne. Die fehlt hier wirklich gänzlich. Es gibt hier immer noch übrigens eine manuelle Handbremse. Auch das Cockpit ist klar und simpel strukturiert, wenn wir uns das anschauen. Wir haben zwar in unserem Fall hier ein voll digitales Kombi-Instrument. Wir haben ein 9,2 Zoll großes Infotainment-Media-Display hier. Wir haben eine 2-Zonen-Klimaautomatik in unserem Fahrzeug. Es gibt auch zwei USB-C-Anschlüsse. Gegen Option gibt es auch ein Wireless-Charger fürs Smartphone. Der ist ebenfalls in unserem Fahrzeug hier nicht verbaut. Die Materialien sind durchweg solide. Es gibt viel Hartkunststoff, vor allem in den Türverkleidungen. Der Armaturenträger ist ein bisschen weicher und unterschäumt. Dennoch ein sehr gutes Material, auch ein gut abwaschbares Material. Was mir nicht so gut gefällt, sind tatsächlich die roten Lüftungsumrandungen. Die kann man aber abbestellen. Und über die silberne Zierleiste kann man genauso streiten. Ich persönlich finde sie gut. Dennoch, vor allem sind sie hochwertiger als schwarz-hochglanz lackierte Elemente. Also passt das hier ganz gut. Das Cockpit ist insgesamt auch sehr clean. Man hat hier wirklich wenige Knöpfe, die sich dann eben auf das Klimabedienteil reduzieren. Ansonsten haben wir hier den gut in der Blickhöhe und Bedienhöhe untergebrachten 9,2 Zoll Mediabildschirm, der eben nicht nur das Navigationssystem beinhaltet, sondern auch fahrzeugrelevante Daten abrufen lässt, sowie eben auch Apple CarPlay und Android Auto bietet. Beides wird auch kabellos in diesem Fall umgesetzt. Das Kombi-Instrument, was hier digital umgesetzt ist, auch das bietet vorkonfigurierte Ansichten und auch eine hohe Vielzahl an Informationen, die man hier über die View- und die Bordcomputer-Taste abrufen kann. Unter der Motorhaube unseres Seat Ibiza arbeitet der bekannte 1 Liter Dreizylinder Turbo-Benziner, in unserem Fall mit der Leistungsausbaustufe 85 kW, 200 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und da der Ibiza mit 1168 Kilo wirklich nicht gerade schwer ist, sondern eher ein Leichtgewicht, hat der Dreizylinder auch nicht allzu viel Mühe, den Kleinwagen hier nach vorne zu beschleunigen. In 9,7 Sekunden geht es aus dem Stand auf Tempo 100 und die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 198 Stundenkilometer. In der Praxis wird die Höchstgeschwindigkeit auch wirklich zuverlässig erreicht, ein bisschen Schwung braucht er, aber bis zu 160, 170 geht es durchaus flott voran. Danach wird es dann ein bisschen zäher, aber für einen Kleinwagen ist das sicherlich völlig ausreichend. Die Besonderheit des 85 kW Motors gibt es im Gegensatz zum 95 PS, liegt darin begründet, wir haben hier ein 6-Gang-Handschaltgetriebe, während die 95 PS Variante lediglich 5 Gänge hat, und an der Hinterachse gibt es bei der 85 kW Variante Scheibenbremsen, während der Einstieg mit 95 PS mit Trommelbremsen an der Hinterachse auskommen muss.
Beiden gemein ist natürlich der eher kernig arbeitende 1 Liter Dreizylindermotor, der auch so ein bisschen Anfahrschwäche hat. Unter 1500 oder 2000 Umdrehungen fühlt er sich noch nicht so ganz wohl. Da kommen dann auch immer mal wieder ein paar Vibrationen auf. Wer da eben dann der Schaltpunktanzeige oder Schaltempfehlung hier so ein bisschen Rechnung trägt und sehr untertourig fährt, na, der wird eher häufig in diesen Vibrationsbereich und in eher den unschönen Lauf des Dreizylinders fallen. Hält man den Motor ein bisschen auf Drehzahl, dann macht er auch Laune, dreht frei und willig dreht er dann vor allem auch aus, klingt dabei aber auch durchaus etwas kernig und energisch, wird aber nie sonderlich nervig. Was mir persönlich eben nicht so gut gefällt, ist hier das Ansprechverhalten. Er ist immer so ein bisschen träge, der Turbo braucht so ein bisschen Zeit, bis der hochspult. Also wir haben so ein kleines Turboloch, haben wir auf alle Fälle bei dem Triebwerk. Wer den Wagen aber längere Zeit fährt, der weiß dann relativ schnell, wann und wie er eben mit dem 6-Gang-Handschaltgetriebe genau die richtige Drehzahl erwischt, um eben dann mit dem Dreizylinder auch flott voranzukommen. Dabei hilft ihm auch ein eher straff abgestimmtes Fahrwerk. In unserem Fall hier mit der FR kommt mir das Ganze ein bisschen zu straff vor, auch durch die 18 Zoll Räder, die wir hier haben. Der Wagen lenkt natürlich sehr schön und neutral ein, schiebt dann erst im Grenzbereich sanft über die Vorderräder weg, ist gut kontrollierbar und auch locker stabilisierbar, wenn man eben die Lenkung leicht öffnet. Ansonsten, wenn man es natürlich übertreibt, dann hat man noch den Rettungsanker des ESPs an Bord. Dennoch, in meinen Augen braucht es das eigentlich nicht. Lediglich bei feuchtem Untergrund, wenn man das dann wirklich zügiger angehen lässt, dann ringt der Dreizylinder durchaus gerne mal um Traktion an der Vorderachse, denn 200 Newtonmeter sind ja nicht ganz wenig. Und dann merkt man natürlich auch so einen kleinen Traktionsverlust, wobei man daran aber auch schon wirklich einen eher schweren Gasfuß hat. Wer einen schweren Gasfuß hat, der schraubt natürlich dann auch den Verbrauch gerne mal in die Höhe. Dazu kommen wir dann aber auch gleich. Zudem, wenn man schneller fährt, dann wird es hier drinnen auch etwas lauter, sage ich mal. Das Fahrzeug ist insgesamt etwas hellhöriger. Wir haben natürlich jetzt nicht wie bei Elektrofahrzeugen oder ähnlichen, die wir sonst so oft fahren. Das sorgt natürlich dann auch dafür, dass man hier von der Umgebung deutlich mehr mitbekommt. Auf der Autobahn, so ab 160 natürlich, wird es dann auch ein bisschen laut hier drinnen. Dann muss man die Stimmlage oder die Stimmlautstärke auch durchaus etwas anheben. Vor allem, wenn man mit den Fondpassagieren dann reden möchte, da muss man dann vielleicht auch so ein bisschen den Kopf eben drehen, dass dann die Akustik hinten etwas besser wird. Akustik ist auch ein Thema, was das Audiosystem angeht. Wir haben hier die Beats Audio Sound Anlage verbaut, die in meinen Augen okay ist. Allerdings jetzt hier keinen overwhelming Sound in den Ibiza bringt. Also wer da audiophil veranlagt ist, der wird sicherlich jetzt nicht unbedingt höchst erfreut sein, was das Beats Audio System hier zu bieten hat. Auch beim Thema Fahrassistenz ist der Seat Ibiza up to date. Er bietet nicht nur die üblichen Assistenzsysteme wie eine Einparkhilfe, Einparkassistent oder eine Rückfahrkamera, sondern wir haben hier auch eine aktive Spurhaltung, einen aktiven Abstandsregeltempomaten, tote Winkelüberwachung ist vorhanden, Notbremsassistent, auch beim Parkieren, Querverkehrswarnung, all das bietet der Ibiza hier an, in unserem Fall eben über das Fahrassistenzpaket XL in der Aufpreisliste und dann steht dem sicheren und entspannten Reisen auch auf langen Strecken hier nichts entgegen. Eine gute Empfehlung meinerseits, auch die Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Scheinwerfer grundsätzlich fürs Abblendlicht sind serienmäßig beim Ibiza. Fürs Fernlicht gibt es dann eine Halogenunterstützung. Wer ein bisschen mehr möchte und vielleicht auch ein bisschen Modernität nochmal reinholen möchte, der kann dann gegen knapp 1000 Euro Aufpreis die Voll-LED-Scheinwerfer benutzen. Die bieten nochmal eine schönere, feinere Ausleuchtung, vor allem nicht so fleckig wie die Standard-LED-Scheinwerfer. Standard haben wir jetzt abgearbeitet. Jetzt geht es zum Fazit. Persönliche Meinung, Preise und natürlich Verbrauch. Also dranbleiben. Bis gleich.
Kleinwagen werden immer seltener auf unseren Straßen. Bisschen schade ist das Ganze schon, denn mit so knapp über 4 Metern passen die Fahrzeuge eigentlich in die immer enger werdenden Verkehrsgeschehnisse hinein. Alles wird immer ein bisschen zugeparkt, werden die Parklücken immer enger. Und da ist man mit so einem Kleinwagen durchaus ganz ordentlich unterwegs. Der ist schön wendig. Der Dreizylinder ist durchaus quirlig, aber auch eher kernig unterwegs. Beim Verbrauch, muss ich zugeben, bin ich jetzt auch nicht sonderlich überrascht. Der ist in Ordnung mit 5,8 Litern, was wir hier ermittelt haben. Liegt da aber auch nicht besonders niedrig. Wenn man dann viel Kurzstrecke unterwegs ist, dann steigt er auch gerne mal so auf 6,5 Liter. Das ist immer noch in Ordnung, ganz klar. Dennoch könnte man sich hier mehr erwarten. Aber was soll ich sagen, es fehlt ihm hier auch einfach an Elektrifizierung, an Unterstützung durch den Elektromotor, der dann eben hier den kleinen Dreizylinder entweder ein bisschen boostet oder aber eben in Schubphasen auch komplett abschaltet. All das fehlt im Ibiza immer noch. Er wird wohl auch nicht mehr in den Genuss dieser neuen modernen Technik kommen. Dafür gibt es andere Kleinwagen, die ihr dann eventuell sogar hier auf dem Kanal in nächster Zeit finden werdet. Dennoch muss ich sagen, die Ausstattung ist vollumfänglich, was man heutzutage alles braucht. Das komplette Assistenz- und Sicherheitspaket. Wir haben volle LED-Scheinwerfer, wir haben großes elektrisches Glaspanoramadach, wir haben eine Rückfahrkamera, wir haben hier die sportliche FR Black Edition, die allerdings dann auch für mich vom Fahrwerk ein bisschen zu straff ist. Dennoch aber ein sicheres Fahrzeug, ein durchaus wendiges Fahrzeug und optisch gefällt er mir auch sehr gut, der Ibiza. Dennoch beim Preis muss man sagen, da muss man erstmal schlucken. 32.340 Euro kostet hier unser Testwagen und das ist schon eine Menge Geld für einen Kleinwagen. Einstiegspreis liegt bei 19.470 Euro, 95 PS bekommt ihr dann. Da sind dann aber auch Sachen wie eine Klimaanlage zum Beispiel schon mit drin oder ein LED-Licht. Wie gefällt euch der Seat Ibiza? Seid ihr froh, dass es noch Kleinwagen gibt? Oder meint ihr, wir brauchen die gar nicht mehr, können ruhig SUVs werden? Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das jetzt tun. Das ist kostenfrei und unterstützt meine Arbeit hier. Schreibt mir eure Meinung jetzt unten in der Kommentarbox. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und Servus, euer Ubi.